für alle am 15.10.2018 in den Ruhmeshallen des Films, des Fotos und der Kopie. Ihr seid jetzt hier im Studio, nicht nur Star Wars, heute geht es um den BDFA. Ja, heute kommt so eine kleine Laudatio nach einem Wochenende, was man in sich aufgenommen hat, weil man dort zugegen war, ne? Am Filmtag in Dortmund. Am Filmtag in Dortmund, für alle Kunden, die jetzt den Videoclip hier sehen, am Filmtag in Dortmund werden die 20 besten Filme honoriert. Sie kriegen den Willi, ne, das ist so eine Figur da, den da. Einige haben schon so viele Willis, dass sie extra einen Kellerraum dafür fertig gemacht haben. Ja, das Filmhobby, meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns Vollprofis, die tagtäglich damit zu tun haben. Noch einmal, Henning Baum dreht gerade seinen Spielfilm hier in der Stadt Essen und natürlich in Köln, und zwar Der letzte Bulle. So, die Zeiten der Filmemacher, die hier waren, Mädchen ohne Hände oder das Musical, was hier, oder Stromberg, die Zeiten sind im Moment auch vorbei. Wir haben Oktober, Sommer-Oktober, richtig sommerlich, also bin jetzt schon am Schwitzen, ich habe gerade das Ladenlokal erst aufgemacht. Auf dem Wege grüße ich natürlich auch De Vries, der sein Ladenlokal in Bochum sicherlich auch schon auf hat. Da lade ich auch alle Gäste ein, beziehungsweise Kunden, wenn ihr was braucht, filmisch oder halt computertechnisch. Bochum, erste Anlaufadresse für die sogenannten YouTuber. Morgen! Abholen, ja! So, wurde gerade unterbrochen von einem Filmemacher, türkischer Filmemacher, der hat gerade seine Werke abgeholt. Noch einmal, wie gesagt, ich darf Filme nicht zeigen, und weil ich so viel Zeit nicht mehr habe, habe ich mir dennoch überlegt, während der Arbeit. Hallo! Morgen! Morgen! Habe mir überlegt, während der Arbeitszeit diese Art Laudatio an den BDFA, beziehungsweise nicht komplett an den BDFA, der 1927 da so gegründet wurde, also als Filmclub etc. gegründet wurde und dann sich nach dem Krieg und während des Krieges ist dieser Club geblieben und man hat sich trotz Krieg getroffen und ausgetauscht und einige Sachen da. Natürlich an das Material, glaube ich, kommt man nicht dran. Wäre mal sehenswert, was 1927 da an Materialien noch übrig geblieben, vielleicht durch Scanning, Restauration etc. dann im Verein selbst zu sehen wäre. Wäre mal so ein Anstoß, Filme zu organisieren aus dem Jahr 1927, wie der BDFA geboren in Berlin und sich dann verbreitet hat. Aber ich bleibe stehen bei Dortmund. Und ich muss wieder mal unterbrechen. Hallo, Wisse. Morgen. So, versuche ich nochmal diesen BDFA, besonders den Filmclub. Ich habe auch gerade noch mit De Vries komplett unterhalten, mit Herrn De Vries. Ja? Sind auch leidenschaftliche, aber auch Kunden, und er hat seine Firma, ich habe meine Firma, und dennoch, wie 1927, ist man dem Film als Hobby auch verbunden. Ja, viele Kollegen aus dem München-Gladbacher sind jetzt Fotofans, und da wir ja Fotofilmproduktion sind und Fotofilm restaurieren, ja, und so weiter. Wie gesagt, vorhin musste ich da über 12 Stunden überreichen, 12 Stunden Film restauriert aus den Jahren. Wie gesagt, ich habe mehrsprachige Bürger und dies war irgendwo aus der, ist auch egal. Jedenfalls mehrsprachige Bürger, ich verstehe eh nicht. Ich mache die Filme dann fertig, so gut wie geht. Und ja, auch muslimische halt, so wie jetzt und so weiter. So, Film von 27 an, BDFA etc., die auch den Krieg überlebt. Also ich frage jetzt hier diesen Filmclub und an alle, die jetzt mit diesem Film zu tun haben und alle, die damit überhaupt zu tun haben, mit dem Filmclub Dortmund, die überhaupt damit zu tun haben, einen Filmtag auszurichten. Ich weiß ja, wie viel Arbeit das war und ist, war ja lang genug dabei und kann leider nicht mehr zu Dortmund reisen, weil meine Arbeitszeit, deswegen mache ich ja solche Videoclips während der Arbeit, um überhaupt einen Videoclip gemacht zu haben. Ich könnte mich auch abends hinsetzen, aber so kann ich den wenigstens machen und abends fertig und gestalten und dann on air. Ja, on air, das ist das Stichwort. Also, wie ich damals Herrn Voss sagte, was haltet ihr von YouTube und so weiter? Wie gesagt, ich komme von der CeBIT,
1995, wir hatten uns das so ausgedacht, dass das Ganze online wird, dass man Online-Clubs hat, sich online unterhält. Dafür gab es Skype, ICQ und so weiter. Das hat aber leider irgendwie nicht geklappt. Warum? Weiß ich nicht. 99 hat, ja, nein, ist durchgebrochen. Ja. 1999 ist nicht nur dort durchgebrochen, das was wir jetzt haben. Das World Wide Web ist abgelöst, heißt jetzt Netz, Internet etc. Und wir machen Videoclips mit allem drum und dran, Handy, Smartphone etc. pp. Also Filme laufen, Fotos laufen, es läuft, es fließt regelrecht. Man erfährt auch sehr viel. Ich meine, wenn ich sowas auf die Timeline bekomme von 2 Sekunden aus dem Jahre 1898 oder noch älter, 2 Sekunden Film, 2 Sekunden Film auf Zelluloid, was damals fast brennbar war und so weiter und so fort. Da sind wir auch wiederum beim Thema Cutter und die damals, wie gesagt, weggesperrt in Hollywood, die halt diejenigen waren, Charlie Chaplin, Dick und Doof, wie der geheißen haben, auch, die haben zwar die Kurbel gedreht und das ist alles richtig, aber die haben die Filme nicht geschnitten, ja, die haben die auch nicht belichtet. Die mussten ja schließlich noch belichtet werden. Das darf man ja alles mal gar nicht vergessen. Die Arbeit, ich meine, wenn man das beruflich, ich weiß das, was wir alles machen mussten, welche Geräte hinter mir gestanden, um daraus Bilder zu machen für einen Kunden, ja, der nachher so, ist ja blaustichig, wenn man im Meer ist, blaue Klamotten anhat, im Meer, wohlgemerkt als Taucher, ist klar, dass da verdammt viel Blautöne herauskamen. Und wenn man im Schnelllabor, was man noch hatte vor kurzem, ging das halt. Ja, aber ist egal, ist vorbei. Heute haben wir die Chip-Technologie. Man packt einen Chip rein, Feierabend. Ich weiß noch, wie die Bänder auf den Tisch lagen, wie jeder sich geprügelt. Wann zeigt ihr meinen Film? Wann können wir über meinen Film reden? Ich fand das toll. Verein, Club, zusammen sitzen und schwitzen. Grüße, da hat doch jemand was vergessen. So ist es. So. Das war die Kirche, die was hat liegen lassen. Wie gesagt, wir machen ja auch so schöne Sachen wie Herrn de Vries hier für die schönen Sachen. Okay, aber wir wollen ja beim Filmclub bleiben, wir wollen ja beim BDF bleiben. Also ich mache heute so einen Videoclub während der Arbeit. Wie ihr seht, wurde ich schon in meinem Redefluss ein bisschen unterbrochen, aber ich bleibe beim Thema. 1927, wie gesagt, würde mich schon interessieren, ob da noch Materialien sind, die man einsehen könnte aus dem BDFA, wie die angefangen und was die da so alles gedreht und worüber die wohl philosophiert haben. So, ich habe jetzt sehr viele Vereine hier. Genau, Star Wars Verein, Eisenbahn und Film und Foto. So, ist eine Menge, aber alles stirbt auf eine Art. Also, wie gesagt, 95 haben wir das da vorgestellt mit ICQ, Skype reden und sich darüber unterhalten. Mit Seven Lot hat es ja in Köln und Frau Hannelore Kraft, SPD, wunderbar geklappt. Dann UPROM TV, Du bist TV, hatten wir ja extra Satellitenfernsehen, konnte man online abgeben, Punkt für Punkt, und das konnte man dann senden. Ja, war auch eine tolle Geschichte, da sah man auch plötzlich wieder sehr viele vom Alt-WDR plötzlich dort auftauchen. Natürlich Köln lagerig, also in Köln ist halt die Stadt. In Köln war auch Filmfest am 13.10., ja, da waren natürlich wieder die Profis, da war auch der Oberbürgermeister des Landes, ja, der Minister des Landes, Armin Laschet, der war da, Bürgermeister sicherlich auch. Aber ich bleibe lieber bei den Normalen, die sich hinsetzen, Filme machen und von null Plan haben und dennoch einen Film machen. Ja, wenn man da so sitzt und zuhört, der eine weiß überhaupt nicht, wie man JPEG erstellt oder scannt, der andere weiß dieses nicht, jenes nicht, und da fand ich ja sowas toll. Ich fand sowas toll, dass es so einen Club oder diese Clubs gab. Mittlerweile sterben die ja alle hier. Auch Vereine sterben. Ich kriege das jeden Tag hier mit. Ist egal, welcher Verein das ist. Es gibt hier die Straße runter auch einen Fotofilm-Club. Aber wie gesagt, die treffen sich nachmittags und bestehen aus 3, 4, 5 Leuten. Und ich kann deswegen nicht mein Geschäft schließen, um sich da niederzulassen. Videofilmclub, Altendorfer Straße, da ist auch kaum was los. Wenn ein bisschen was los ist, wie gesagt, Kettwiger, Limbecker, da in der Ecke, beziehungsweise Kettwiger Lichtburg. Das K
Kino hier in der Stadt Essen, was früher natürlich die Anlaufstelle war. Okay, eines ist klar, man merkt ja auch an meinem Verhalten, dass alles so ein bisschen zurückgeht. Es geht gewaltig zurück, es ist nicht mehr das, was es war. Ich bleibe verbunden, ich werde auch weiterhin lange schweigen, aber ich bin verbunden und das bleibt auch so für diesen Videoclip. Dortmunder Filmclub, der diese Filmtage macht, die Reise und so. Da ist natürlich vieles im Argen, da geht auch vieles zur Sache. Da halte ich mich jetzt raus. Ich will hoffen, dass dieser sich nicht irgendwie verabschiedet. Ich meine, der Filmclub Dortmund mit seiner Nadel, die ich ja auch noch habe, ja, Dortmunder Filmclub. Ja, herzlichen Dank für Ihre jahrelange Treue. Danke. Ich werde euch bis zum Ende treu bleiben. Ich werde nur nicht mehr so viel benennen, weil ich habe ja genügend zu tun. Ich mag den Michael Preis, ich mag den Wolfgang Rieb, den Herrn Voss, ach, wie die alle heißen, ich kann nicht alle. Volker, genau. Ja, da sind nur so ein paar neue Gesichter, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist der Andreas Meyer. Sollte er sich wirklich so verändert haben, dass ich glaube, dass er es ist? Ja, Andreas Meyer, du warst mal ein bisschen fülliger, kann das sein? Du warst fülliger, bist jetzt dünner. Ja, du bist jetzt der Vorsitzende. Ich wusste doch, irgendwo kenne ich dich her. An dem Tag leider nicht. So, Andreas Klüpfel ist auch Vorsitzender. An ihn kann ich mich nicht mehr so erinnern. An Marco Sieber, Bundesverband Deutscher Filmautoren, und Birgit Jörder, das ist die Bürgermeisterin von Dortmund. Wie gesagt, ich bin Essener. Ich habe mit Dortmund nichts so zu tun, aber Andreas, ich begrüße dich total recht herzlich. Ja, du hast dich halt schwer verändert. Das fällt mir aber leider heute am 15. erst auf. Weil ich habe mich ja, wie gesagt, sehr intensiv damit beschäftigt. Und weder dich möchte ich übersehen, weder den Herrn Voss möchte ich übersehen, weder überhaupt jemanden möchte ich dort übersehen. Weil sind mir alle ans Herz gewachsen. Ihr müsst das nicht wissen, ist aber so. Ich mag diesen Filmclub aus Dortmund. Kann vielleicht auch an Dortmund liegen, kann sein, aber ich bin kein Dortmund-Fan, absolut nicht. München-Gladbach. Oder München-Gladbacher Fanclub, das ist so nicht meine Welt. Gut, der hat sich jetzt auch gespalten. Ich meine, so Clubbildungen, sich austauschen, Menschen an Po, das ist so auch nicht mehr so meine Sache. Ich bin mehr visionär. Ich liebe das Moderne hier, Internet, beziehungsweise I.4, ne? Die Industrie 4, dass man hiermit jongliert, hiermit arbeitet, laufende Kamera, Live-Schaltungen, das würde mir mehr Spaß machen, wenn wir live geschaltet wären, uns austauschen können. Ist natürlich in dem Moment, wo man sich dann trifft, auch viel Arbeit, weil einer muss am Computer sein, muss diese Frage und Antworten geben. Aber die Jugend macht es, da ist man live verbunden, deswegen trage ich auch hier diese Spezialuhr. Die mich auch an dem Tag ein bisschen genervt hat, der Kollege war sauer. Ich kann ihn nicht abstellen, das ist Software gesteuert, die mich dann informiert, wenn da irgendwas los ist. So, das ist die G3, Galaxy G3 von Samsung, die einem nicht nur aktuelle Woche, hallo, 6000 Schritte, ich bin hier, ich komme. Also einen tierischen Gruß. Ich hätte jetzt wieder gerade Kundschaft, aber trotzdem einen tierischen Gruß an Andreas May. Ich weiß noch, wie ich mit dir die große Leinwand hoch an diesem Sportplatz damals hochgetragen, aufgebaut. Dieser Sportplatz, das war ja eine tolle Geschichte, jetzt mit diesem Ladenlokal, naja. Okay, da war noch Spielfilm, Dortmund war noch Spielfilm, da war noch so richtig Hektik, da war alles noch frisch, munter. Jetzt sind wir alle so ein bisschen ruhiger. Ein bisschen älter. Ich merke aber, ich bin immer noch in dem Modus, als wäre alles noch beim Alten. Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Aber dennoch, Dortmund ist für mich der Ort, also dieser Filmclub ist für mich der Ort, wo ich an sich hingehöre, weil da ist Film, da ist Lebendigkeit. Nicht nur, weil der Herr Voss
so ein Urgestein ist, weil man sich auch 30 Jahre bei Karstadt verbunden fühlt. Irgendwie, das war auch eine Gemeinschaft. Aber darum geht es ja. Ich meine, der Voss ist so ein Urgestein, man sieht ihn halt hier nicht mehr. Er hat ja auch diesen gewissen Film geschnitten, ziemlich flott. Also der junge Mann, der da gewonnen hat aus Essen, der sagt auch, Wahnsinn. Zackig, so richtig zackig hier, dann ist Dortmund und Dortmund geht nach vorne und er mit der dicken Zigarre. Ach, herrlich. Man meinte, jetzt kommt ein Österreicher um die Ecke und rundet das Ganze ab. Aber haben mehr. Also wie gesagt, ich schlage auch gerade wieder das Richtige auf, Havana Blues. Havana Blues mit Michael Preiss ist klar. Also die anderen habe ich leider auch vermisst. Ist klar, wenn man die alle mag. Ich mag die wirklich alle. Ich habe auch ein paar kamen ja auch rein. Meine Güte. Man kommt sich da so in diesem Club vor wie so eine Familie. Ja? Nicht wie ein Club, wo man reingeht und wieder rausgeht. Nee, ist auch ein Verein. Ne? Club, Verein, Hammer. Club, Verein, Hammer. Der hier. Ne? Der Dortmunder Club, Verein. Ihr merkt, ich habe jetzt schon gar keine Lust mehr, weil ich ein bisschen erschrocken bin über alles. Es sackt so. Solch eine Broschüre, da habe ich jeden Tag damit zu tun, da habe ich jeden Tag mit Menschen zu tun. Ich hatte gerade eine Kundin, die den Oktober gerade nicht so gut fand, weil der so warm ist. Aber ich finde ihn gut, weil ich kann Geld sparen. Als Unternehmer muss ich auch Geld sparen, wenn schon die IHK mich 3,12 Euro die Woche kostet. Das nervt mich schon, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Unternehmer haben auch Sachen. Also auf einer Seite Hobby, das ist jetzt hier so ein YouTube-Hobby. Hat ja mit Film nichts zu tun. Ich denke mir auch nichts dabei. Ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Ihr seht das ja, wie ich das hier gedreht habe. Oder während ich drehe, sehen die Kunden ja nie, was hier passiert. Ob das mit dem Smartphone ist, ob es jetzt hier mit dieser Steadicam ist, die total beweglich wäre, die auf 8 Puffern basiert. Licht zugeschaltet werden kann und das Wahnsinns 5.1 Mikrofon. Ja, wie ich unter euch war, fand ich es super, weil das 5-fach Mikrofon da so richtig ausgeschlagen hat. Ihr habt euch wirklich wieder bemüht, diese ganzen 20 Filme da in den 4er Blocks hochzufahren. Hin und wieder hat man sich gefragt, wieso waren die Feuerwehrleute nicht da oder warum wurde dann halt irgendein Stück etwas kürzer gehandelt, aber das obliegt ja des Tages und das kann man ja im Geschehen auch nicht. Havana, beziehungsweise Hatari, die Leute waren ja da, ich habe sie ja wieder erkannt, die also Hatari gedreht haben, hier mit Hardy Krüger, aber wie gesagt, warum die dann nicht auf die Bühne kamen und warum die auch nichts bekommen haben, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich war da als Gast und habe mich als Gast gefühlt und weil ich mich als Gast gefühlt habe, mache ich ja so einen Videoclip für alle Kunden, wohlgemerkt, für alle Kunden, für alle Essener, ja. Das hier ist jetzt so ein bisschen, wenn auch bei YouTube wieder eingelegt und wenn auch wieder welche abhauen. Ich hoffe, es kommen irgendwann welche hinzu. Ob ich jemals einen Filmclub zusammenbekomme, wie gesagt, Star Wars Club, Eisenbahn, Foto und Film ist ja hier. Aber wir treffen uns nicht, weil wir einer ganz anderen Sparte angehören, nämlich online. Ja, so ein Online-Club ist was völlig Neues und hat sich, glaube ich, nur hier um mich herum etabliert. Ist also nicht weltweit. Weltweit kommen natürlich irgendwelche Leute, die jetzt das Video torpedieren, weil sie gar nicht wissen, worum es hier geht. So, online ist natürlich richtig. Ihr hattet damals auch Angst mit euren Filmchen, der Urheberrechte und so weiter. Eure Filme gehören aber in die Welt. Eure Filme gehören in die Welt. Ob das dieser... ja, Gott sei Dank gibt es ja einige von den Herrschaften selbst, die ihre Videoclips bei YouTube unterbringen. Zum Beispiel Charlie Chaplin, ja? Nee, war ja gar nicht. Dick und Doof, Entschuldigung. Dick und Doof, ja, Dick und Doof in Stuttgart, glaube ich, war das, ne? Da muss man hier rumwühlen hier. Also einige kennt man ja seit 40 Jahren. Ja, seit 40 Jahren kenne ich ja halt den BDFA, beziehungsweise die Clubs. Hier in Essen war es nicht, ja, war immer so... Also ich habe immer zugehört und ich habe immer nachgefragt. Wie gesagt, durch Karstadt bedingt kam man ja an die Information des Dortmunder Filmclubs. Und dann auch hier Bernhard und Barbara Zimmermann, die kennt man ja schon auswendig, weil die sind ja fast immer da. Und natürlich der Heidulf Schulze aus München-Gladbach, der Uwes Welt da gezeigt hat. Ja. Die Musikanten des Lichts hat mir natürlich gut gefallen, weil sie es wirklich so gemacht haben wie Lichtschatten. Diese Profis,
die da sowas auf den Weg bringen. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass Backstage überhaupt kein Echo bekam. Er hat wohl das Pech gehabt, Nummer 1 gewesen zu sein. Und wenn man schon den Adolf-Grimme-Preis bekommt 2003, ist klar, dass er da nichts bekommt. Ich meine, er tat mir schon leid. Wie er rausgegangen ist, merkte man, dass er da ein bisschen angegessen war. Aber naja, egal. Ich meine, wer Profi arbeitet mit Profimaschinen, hallo, die Kamera, die er benutzt hat, die kostet richtig Geld. Ich weiß, wie teuer alles ist und ich wäge ja auch immer ab. Ich wäge immer ab, welche Kamera gerade in den Einsatz kommt. Weil genügend Kameras, genügend Studios, Green, Blue und alles. Und ich weiß, wie viel Arbeit es ist, einen erstklassigen Film auf den Weg zu bringen. Hallo, morgen. Kann an diesem warmen Oktober liegen. Ich bin ja sonst nicht so. Erst recht nicht euphorisch, weil ich tagtäglich damit zu tun, dass ich jetzt hier während der Arbeit diesen Clip für den Dortmunder Filmclub mache. Ich habe auch gerade versucht mit dem Andreas Meyer, dann kam der Volker, aber egal. Wie gesagt, Dortmund ist spitze, Dortmund offen. Ich habe da auch gerade sofort abonniert. Also es sind 333 Abos, die da schon sind. Hier waren 360. Weil ich ja so viele Sachen mache, bröckelt das ein bisschen. Ich wollte an sich nicht mehr so viel machen. Na gut, ich bin jetzt auch kein Freund von Online, also Live-Technik. Ich beherrsche die Live-Technik, aber auf eine Art habt ihr recht. Es hat aber nichts mit Urheberrechte zu tun, weil Disney The Star Wars Show ist auch live und macht auch Live-Sachen. Man muss ja halt das zeigen, was man zeigen darf. Ja? Die Filme müssen nicht gezeigt werden. So, aber wenn der Filmclub oder wenn der Filmtag trotzdem einige Online-Sachen hätte, ja, weil auf eine Art seid ihr ja online, weil der Monitor steht ja draußen in der Freiheit. Ja, man ist also nicht im Saal, man kann draußen an dem großen Monitor die Sachen sich anschauen, die da gerade laufen, zum Beispiel. Aber egal, darum geht es nicht, war nur eine Idee. Also ich mag diesen Filmclub Dortmund, ich mag die Leute, die halt einer gewissen Klientel angehören, wo man sich wohlfühlt. Das muss dabei gesagt werden. So, wie gesagt, wir Unternehmer jetzt hier, wir De Vries, meiner einer, das ist jetzt hier keine Werbung, mag sein für die, die jetzt zuschalten, meine Kunden zum Beispiel oder die anderen aus den anderen Clubs, Eisenbahn und Star Wars. Dies hier geht ab nach Dortmund, ist für den Dortmunder Filmclub, der einfach nur spitze ist, der ist spitze. Natürlich läuft da jetzt einiges ab. Ich meine, ich habe mich wirklich erschrocken da. Ich hatte den Andreas Meyer nicht erkannt. Ich meine, ich habe ihn jetzt gerade erst erkannt. Sag ich, Andreas, bist du das? Ja, es ist Andreas. Es ist der Andreas, mit dem ich die schweren Sachen damals, wie alles noch etwas frischer war, das Ganze, und auch ein bisschen mehr war, war auch eine Riesenrunde. Da war auch ein bisschen mehr los, wie gesagt, Spielfilme etc. pp, da war richtig, da waren noch ganz viele Leute, auch Doktoren waren noch da anwesend. Wir haben da, wie gesagt, die große Leinwand vom Keller nach oben geschleppt, aufgebaut und dann, ich fand es super, jeder bricht da oder brachte seine Sachen mit. Ich könnte jetzt reingreifen, wir haben noch ein paar Oldies da liegen. Komm, zeig doch mal den Film und so weiter und so fort. Und dann wurde darüber geredet und dann wurde über den Schnitt, wie soll ich den schneiden? Deswegen finde ich, solche Clubs, Atmosphären. Gut, hier ist tagtäglich. Ich hatte auch gerade einen Kunden, auch eine Kundin, wo dann das rausgesucht werden muss, weil die Technik, die wir ja heute haben, Industrie 4.0, wo wir, jeder, der sich auskennt mit Industrie 4.0, wie das funktioniert mit dem Austausch, auch mit den Spezial 3D-Brillen, wo man dann eintauchen kann. Also Film entwickelt sich jetzt in eine ganz andere Richtung. Ja, ich meine, so einen stilistischen Film, ich meine, was Volker da macht mit dem Sessel, finde ich stark. Ist klar, als Lehrer hat man auch nicht so viel Zeit, aber klasse gemacht, aber mir gefällt's. Ja, an sich könnte der Filmclub auch noch ein Fotoclub werden, weil das, was die Jungs da und Mädels und die erwachsenen Personen dort drauf haben, ist eine absolute Laudatio wert. Ich meine, Voss wird sagen, darauf können wir jetzt verzichten, weil ist halt so, wenn man weit über 40 Jahre drin ist und wenn man weit über Jahre einen Filmclub als Leiter, als Vorsitzender durchzieht und wenn man 40 Jahre da ganz oben im Vorsitz sitzt,
hat man natürlich diesen sogenannten Tunnelblick, da braucht man keine Outsider. Meiner einer hat aber jeden Tag mit internationalem Publikum zu tun. International. Ich muss manchmal hier Sprachführer haben, um überhaupt festzustellen, was ich hier machen soll. Also wenn Dias bearbeitet werden müssen, Schmalfilm bearbeitet werden müssen, so wie gerade auch Bilder bearbeitet werden müssen. Viele wissen gar nicht, wie man Bilder bearbeitet. Einscannen, auslesen etc. pp. Das verbraucht natürlich auch Material und die Bilder werden dadurch nicht schöner. Man sollte natürlich vom Ursprung her etwas machen. Da muss man den Leuten dann auch erklären, dass alles, was man mit Maschinen macht, irgendwo ein bisschen schlechter wird und nachher die Sache, auch wenn man HD 4K mittlerweile verarbeitet hier, trotzdem nichts Besseres rausholt. Ja? Auch die Materialien wie Blatt oder hier wie er hier jetzt hier Glanzpapier verwendet, der De Vries als Flyer. Wie gesagt, diese Sachen muss man auch wissen, dass die gecuttet werden. Die gibt es nicht so, die kommen so nicht aus einem Gerät. Die werden extra gecuttet, zum Beispiel. So, das sind alles so Sachen. Ich überlege mir auch gerade wieder irgendwie was zu machen, weil ich ja an sich immer was mache. Besonders jetzt, wie gesagt, die Betreuung der ganzen Clubs jetzt hier Star Wars. Momentan ist Star Wars verärgert, beziehungsweise die Jugendlichen sind verärgert wegen den Zeichentricks. Aber da springe ich gleich woanders rein. Da mache ich nachher einen Videoclip drüber. Also ich mag diese Zeichnung, ist okay. Das meinte ich aber auch bei Herrn Voss. Herr Voss kann wunderbar zeichnen. Und wie ich seine Zeichnung damals gesehen habe, auch seine kleinen Filmchen, die er da gemacht hat, kam mir das so wie jetzt Walt Disney. Ausgerechnet Walt Disney macht jetzt solche Filmchen, so wie Herr Voss sie kann. Er kann das. Er könnte das. Er könnte auch eine tolle Geschichte da machen, wenn das nicht so lange dauern würde. Zigtausend Bilder da animieren zu einem Film, das dauert. Also einfach ist das nicht als Hobby zu betreiben. Wie gesagt, 1927 ist das auf den Weg gebracht worden und ist gewachsen. Nennt sich jetzt den großen BDFA und dann diese ganzen Filmclubs. Also ich bin sehr traurig, dass ich also zu diesem Filmclub Dortmund kaum noch hin kann. Ich habe keine Zeit, das klappt nicht. Ja? Und ein Ableger hier in Essen klappt auch nicht. Würde mich also wirklich freuen, wenn einige aus dem Club sich mal sehen lassen. Man kann ja auch sofort was machen, das ist überhaupt kein Thema, es sind ja genügend Geräte da, um Schnitttechnik zu machen und so weiter und so fort. Bei De Vries geht es nur mündlich auch, er hat ja auch nicht Zeit jetzt im Geschäft da was zu machen, er kann höchstens die Geräte zusammenbauen und dann mal eben kurz erklären, Edios zum Beispiel, Edios 9 oder die Sticks oder die Festplatten. Womit wir tagtäglich arbeiten. Für uns ist das ein Arbeitsgegenstand, egal welche Kamera hier im Einsatz ist, welches Überspielungsgerät, welches Aufzeichnungsgerät, welcher Monitor, in welcher Größe auch immer. Rüber zum Beamer mit 4.500, 5.500, mit 8.000 Ansilum in 3D von IMAX und wie die alle heißen. Für uns ist das normal. Jeden Tag haben wir damit zu tun. Ich merke, ich habe gerade so ein bisschen die Mittagszeit, jetzt ein bisschen Zeit, ein bisschen länger einen sogenannten Monolog hier zu verfassen. Ich möchte mich total recht herzlich bedanken, dass es diesen Filmclub noch gibt, dass es ihn wirklich noch gibt. Also ich bin ein Fan von diesem Filmclub. Ja, merkt ihr, sonst würde ich sowas nicht machen. An sich bin ich ziemlich verhalten, ziemlich ruhig. An sich mache ich sowas nicht, weil ist immer für die Clubs abgestimmt. Grüße, hallo. Moin Moin. Moin Moin. Internationales Publikum mit internationalen Sachen, das macht so viel Spaß. Ich finde also, wie gesagt, toll, wenn ihr, sagen wir mal, 3 Tage zu Kuba unterwegs, dort Filme macht, die nachbearbeitet. Also ich bin an sich ein Freund, so wie früher, dass man vor der Kamera ist und vor der Kamera arbeitet und dann die Leute miterleben lässt, was man da so erlebt. So ist es doch heute. Heute ist man doch mit der Kamera unterwegs, eingebaut im Smartphone und sendet direkt live oder sendet nachträglich oder halt parkt es bei YouTube mittlerweile. Also früher hieß das Kiwego, Daily Motion 7, ach, ist vorbei.
heute heißt es halt Google Meet, Sony Entertainment, da wo ARD und ZDF mit eingeflossen ist. Also überwiegend haben die Sendeanstalten doch das Netz übernommen. Ja. So, ich werde irgendwann mal wirklich einen tollen Film machen von und für den Filmclub. Muss ich aber dann erst genehmigen lassen in den Urheberrechten, aber Lust hätte ich schon, den Filmclub mal als Fremder aufzuzeichnen und zu senden. Ja, ein Sondersender NRW, das Studio NRW TV gibt es auch nicht mehr, das hatte ich denen damals aber auch gesagt. Clipfish habe ich den RTL-Leuten damals auch gesagt, gibt es auch nicht mehr. Es gibt gar nichts mehr. Uprom TV gibt es auch nicht mehr auf 98,5 Astra. Auf Deutsch, es gibt gar nichts mehr. Aber es gibt immer noch diesen Filmclub und das finde ich stark. Finde ich super, dass es den noch gibt. Und ich finde es doch klasse, dass der Herr Voss dennoch, auch wenn er seit 2005 bis 2016 danach und im Club 2014 muss auch was vorgefallen sein. Grüße, hallo. So, gerade wieder einen Jugendlichen glücklich gemacht. Palpatine von Star Wars für ihn extra bestellt. Weil wir sind ja ein bisschen mehr wie nur Film, Foto, sondern auch Star Wars, The Star Wars Show. Wir sind ja ein bisschen mehr hier, auch Disney und so weiter. Und auch Eisenbahn nebenan, Märklin-Ecke für alle Eisenbahnfreunde. Bin natürlich etwas traurig, dass hier in der Stadt Essen nicht so viel. Bin auch natürlich traurig, dass man ist wirklich mit Herzblut beim Filmclub Dortmund. Und wenn man die ganzen Leute da wieder gesehen hat, das ist einfach spannend. Es ist eine tolle Truppe. Es ist eine tolle Truppe, die da arbeitet. Und auch, wie gesagt, De Vries passt 100%. Also es ist einer der schönsten Clubs, die ich kennenlernen durfte. Und ich habe reichlich kennengelernt. Und ich lerne auch am Tage reichlich kennen, ob da mein Autohändler ist da aus Istanbul, der da irgendwas braucht oder diverse andere. Also heute waren halt bei dem schönen Wetter und die Jugendlichen haben ja auch Urlaub, Ferien. Und die anderen Jugendlichen, die gerade frisch aus der Schule müssen arbeiten, ist klar. Also ich habe sie ja alle hier. So, wie gesagt, Palpatine wird zugestellt am Mittwoch. Werde ich euch dann kurz vorstellen. Der junge Mann wird es abholen, denn er freut sich, 18 zu werden. Und die Mama sagt, komm, wenn du 18 wirst, kriegst du ihn. Das ist Palpatine mit den beiden... na komm her, mit den beiden Royal Guard, 3-Pack, und gerade eben beim Händler bestellt. Er liefert mir das am Mittwoch. Da sind wir auch wieder beim Thema, aber ich breche jetzt ab, weil das war die Laudatio für den Filmclub. Der Filmclub Dortmund ist Dortmund. Und hier ist die Stadt Essen mittendrin und mein Kollege auf der anderen Seite ist Mönchengladbach. Also ich begrüße wirklich total und recht herzlich alle nochmal. Herrn Voss besonders mit seiner Familie, Angehörigen und so weiter. Und dann, wie gesagt, den Andreas, den ich beinahe gar nicht erkannt hatte. Den habe ich auch gar nicht erkannt. Also für mich war das eine total wildfremde Person, die da oben war. Jetzt weiß ich auch warum. Aber egal. Und dann natürlich Wolfgang und Michael. Wolfgang Reap und Michael Preis. Die anderen kannte ich nicht so, die kenne ich nur so vom Ansehen. Das Referendum, naja, damit habe ich jeden Tag zu tun, da halte ich mich raus. Wie gesagt, meine Kollegen hier sind aus allen Nationalitäten und auch alle Fakultäten und so weiter. Ja, müsste ich mir mal hinsetzen, mir vielleicht mal einen tollen Film ausdenken. Also, ich werde euch mal anschreiben, vielleicht unterstütze ich nicht nur so diesen Filmclub in Dortmund, vielleicht unterstütze ich ihn doch halt von der Ferne. Ne? Dann nerv ich den armen Herrn Voss nicht so. Ne? Ist klar, ich meine, Karstadt war ja schon eine Reise, aber egal. Ach, herrlich. Ja, Karstadt. Karstadt und die Filmparks. Naja, ist egal. Und der WDR. Dritter Hagen. Naja, ist egal. Lang ist her. So, wenn man die Schallmauer 60 so erreicht und fette Brillen tragen muss, ist klar, dann ist das so. Dann ist das so. Richtig, dann ist es so. So, weil das so ist, verabschiede ich mich jetzt total und recht herzlich und bedanke mich. Ich hoffe, dass ich den 34. Also wie gesagt, der Mönchengladbacher Kollege und meiner einer haben im Auto, wir hoffen, dass wir den 40.
Filmtag in Dortmund erleben und dass der 40. Filmtag auch alle wieder vor der Linse im Saal drumherum, ja, ich hoffe wirklich, ey Leute, bleibt gesund, macht nichts, sag mal, ich gucke mir eure Seite an bei YouTube, ja, ich find's toll, danke Volker, dass du mir das gerade hier hast rübergebeamt, sorry, das, also wie gesagt, ich stehe auch nicht so auf, muss ich ehrlich sagen, online, das war so eine Idee, aber so eine Art Online-Übertragung, ich guck mal, bin also auch nicht so ein Freund von Online-Übertragung, weil da man gar nicht weiß, was man den Leuten erzählen soll. Aber ich bin es halt gewohnt von Disney, The Star Wars Show, dass da live gesendet wird. Ich habe auch andere Eisenbahn-Sachen, die auch live. Okay, eine Eisenbahn ist urheberrechtlich nicht so geschützt wie eure Werke. Das ist ja auch alles klar. Eure Werke wollte ich auch nicht online gesehen haben. Nur wer sie freigibt, kann sie dann freigeben. Ja. Nur was freigegeben ist, kann die ganze Öffentlichkeit dann drauf eingehen. Ist klar, er steigt jetzt hier ins Wasser, geht hin zu den Seelöwen. Ist auch eine tolle Sache da. Ja. Okay, wir. Oh, er hat sich verletzt. Oh. Handgelenk gebrochen. Das war jetzt Star Wars. Egal, also wie gesagt, hier ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsburg, also Star Wars, The Star Wars Show. Auch in Deutsch. Und dann haben wir ja, wie gesagt, die Eisenbahner, aber als Videofilmclub. Das ist nebenan, Märklin-Ecke. Ja, meiner einer ist mittendrin, der das alles verwaltet und macht, weil hier die gesamte Technik ist. Damit die Technik nicht brauchen, eine neue Lok vorstellen, wird eben im Green Room die neue Lok da und er präsentiert die dann. Wie gesagt, das sind Aufträge, die ich nicht zeigen kann. Auch wie gesagt, heute Morgen den ersten Auftrag da von diesen 8 Einheiten, die ich da bearbeiten musste, die ich auch nicht zeigen darf. Deswegen muss ich mir überlegen, dass ich vielleicht irgendwie was mache. Ich weiß noch nicht was, ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen mache ich ja schon während der Arbeit solche Clips, die ich dann euch zukommen lasse. Also ich bedanke mich, dass ich euch nochmal wieder habt gesehen nach so vielen Jahren. Ich war ja schon lange nicht mehr da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann der letzte Filmtag war. Müsste ich im Archiv gucken. Und mich interessiert es halt, ist nur schade, dass man, wie gesagt, nicht mehr vorbeikommen kann. Es ist ja auch nicht mal an dem Sportplatz. Ich meine, da wo wir jetzt waren, war ja auch eine riesen Baustelle. Wir haben uns auch gedacht, was geht denn hier ab? Aber egal, wir konnten trotzdem noch gut parken und konnten dann pünktlich erscheinen, wie Andreas den 33. Filmtag dann eröffnet hat. Ich meine, die Bockwurst war auch lecker und der Kartoffelsalat. Und wie gesagt, die junge Dame hat den Kaffee erstklassig eingeschenkt. Ist in Ordnung. Ich meine, Film, das ist wie eine Familie. Das ist das nämlich. Der Filmclub Dortmund ist wie eine Familie. Und das ist der gewisse Flair. Familie. Man fühlt sich dort wohl. Auch als Gast. Ja, ich weiß, wie Gäste. Ist okay. Wie gesagt, ich fühle mich dort wohl. Wollte ich nur gesagt haben, dass hier mit öffentlich beurkundet sozusagen. Ich bin auch froh, dass ich jetzt den jungen Mann hier auch und so weiter. Grüße, hallo! So, die Euphorie des Filmtages, das Nachklingen des Filmtages ist halt jetzt auch. Na, mit ihm habe ich auch gesprochen. So, ich habe Kontakt aufgenommen mit AV Dialog, den soll es ja hier in dieser Stadt auch geben. Resonanz hatte ich da noch nicht. Ja, das Alter. Das Alter müssen wir ansprechen. Jünger wird da wohl keiner. Wo bleiben die jungen Leute? Ich habe heute also durch Zufall, weil ich hier diese Videoclips gemacht habe, beziehungsweise diesen Videoclip gemacht habe, als Dankeschön an Filmclub Dortmund. Also wie gesagt, wir sind uns einig, Filmclub Dortmund ist der Beste, da geht kein Weg dran vorbei und das wird auch weiterhin so bleiben. Andere Clubs sind nicht so wie dieser Dortmunder Club. Solltet ihr jetzt einige Geräusche hier hören, weil das eine 5.1 Kamera ist. Ist klar, es geht jetzt zum Abend über und ich bereite einen Videoclip vor für Star Wars, weil Star Wars, meine, habt ihr natürlich im Filmclub nichts mit am Hut.
aber wir sprechen ja hier über richtige Filme. Heute war wieder alles auf einmal. Der Filmclub ist klar, aber ich habe hier so viele Eisenbahner, Modellfreunde und vor allen Dingen Star Wars. Also Star Wars, er hier ist jetzt nicht so angesagt, aber solche Bilder müssen wir ja nochmal machen für unsere Fans. Ne, so, dann machen wir die fertig, damit die dann abholen können. So, ich mache jetzt den nächsten Clip für Star Wars, weil ich nämlich frage, warum mögt ihr Resistance nicht? Und das hat mit dem Filmclub und mit BDR nichts zu tun. Also, Freunde, in Dortmund bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid die Besten. Ich freue mich sicherlich, wenn München-Gladbach Kollege da mich wieder mitnimmt. Ich habe ihm, wie gesagt, momentan nicht Zeit. München-Gladbach ist auf Foto umgestiegen, hat er mir auch gerade zukommen lassen. Daraufhin habe ich ihm das AV-Dialog zugänglich gemacht und gesagt, hier, kümmere dich mal drum. Kann sein, dass hier irgendwo, ist auch nicht schlecht, ist samstags von 10.40 Uhr bis 12.40 Uhr. Anschließend Mittagessen, das hört sich irgendwie gut an, warum nicht? Samstags habe ich an sich ja, geschlossen, aber ich wollte an sich öffnen, aber wenn sowas ist, dass man samstags zwischen 10.40 und 12.40 dort auflaufen kann, sich über Film, mehr Foto, die haben Fotosachen da, reden kann, warum nicht? Wir suchen also einen Club, wo wir unterkommen, wo wir Spaß haben. Der Dortmunder ist der Beste, aber kommen wir leider nicht unter, weil erstens zu spät und zweitens zu weit. Klappt leider nicht. Einen eigenen Club hier hochfahren, weiß ich noch nicht, ob das klappt. Ne? So, die Euphorie über Filmclub, BDFA und Filme senkt sich jetzt nun in Ruhe. Da jetzt auch hier die Shop-Frequenz sich niederlegt, die Ruhe einkehrt. Es ist auch ein bisschen warm im Oktober im Jahre 2018. Wir schreiben heute den 15.10. Also am 13.10. hatten wir richtig schön Euphorie mit dem Dortmunder Filmclub. Einige Kunden haben es gesehen, haben auch gefragt, warum hast du nichts gesagt. Ja, habe ich nicht dran gedacht, weil hier ist ja die Stadt Essen und nicht Dortmund. Aber ich hoffe, die Dortmunder sehen diesen Videoclip. Warum denn nicht? Also ich bin gerne bereit, für Dortmund hier Werbung zu machen, am Schaufenster und den Kunden das entgegenzubringen, weil hier auch wirklich hier ein Nahkreis, ist nicht allzu weit, dieser AV-Dialog ist. Ich habe das gerade mal ein bisschen recherchiert. So, wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut. Ich bedanke mich total recht herzlich und ich finde es super, dass es den Dortmunder Video Club gibt und dass Dortmund so eine tolle Stadt für sich da und einige Menge leistet. Dortmund ist Dortmund, Punkt, Schnitt, Ende, aus. Sobald ich am Ruhr-Schnellweg bin Richtung Essen, dann ist Essen. Ich komme zwar an Bochum vorbei, Bochum, also wir sind ja hier Essen, Bochum, Dortmund und somit auch ist De Vries, wie gesagt, ein guter Kollege, der also, den kann ich absolut empfehlen für nicht nur Videoschnitt, auch andere Sachen. Er ist einfach nur perfekt. Also mir gefällt er. Wir haben ja gearbeitet und er hat mir den, hier stehen ja auch noch andere Sachen, eingerichtet, Edius. Und Edius ist ein tolles Programm. Und kann man machen. So, jetzt kommt der harte Schnitt. Jetzt gehen wir rüber zu den Star Wars Fans. Star Wars, und da werden einige Fragen gestellt. Das hat nichts mit dem Filmclub zu tun. Ja, vielleicht drehe ich mal einen Film über Star Wars. Warum nicht? Und reicht den dann ein als Einzelmitglied, weil der Club, Film, Videoclub, den gibt es zwar, aber da ist im Moment irgendwie, keine Ahnung. Ne? Alles klar, bedanke mich beim BDFA.